Hallo und willkommen zurück zu Tekken 6 zur Arena. Und mir ist leider eine Aufnahmefehler unterlaufen. Ich habe schon alles aufgenommen. Also die Arena hatte ich eigentlich schon komplett. Was mich ein bisschen frustet. Weil es waren wirklich viele Charaktere, die ich schon gemacht habe. Ich denke, wenn ich jetzt täglich zwei Charaktere oder so mache, müsste es klappen. Ja, ich hatte eigentlich alles zum Rendern bereit, aber ich hab's nicht gerendert. Nächstes Mal sollte ich aufpassen, dass das, was ich auch zum Rendern bereit habe, auch rendern werde. Ah, kann mal passieren. Dafür kann man es ja nochmal aufnehmen. Ich hab ja die Zeit. Bike Dos Sun war unser nächster Charakter dafür. Bake nahm zusammen mit seinem Schüler Hurang am 5. The King of Iron Fist Tournament teil. Nachdem er allerdings erfuhr, dass Hurang im Kampf gegen seinen Rivalen Jin Kazama schwer verwundet worden war, zog sich Bake aus dem Turnier zurück und eilte zum Krankenhaus. Dank der schnellen medizinischen Hilfe konnte Hurangs Leben gerettet werden. Er war allerdings noch nicht wieder zu Bewusstsein gelangt. Bake beschlichen Schuldgefühle, weil er Hurang nicht ausreichend auf dessen Begegnung mit Jin vorbereitet hatte. Nach 3 Tagen erwachte Hurang, nachdem er gehört hatte, was geschehen war, zwang er sich aufzustehen und flehte seinen Lehrer an, ihn stärker zu machen. Hurang trug seine Bitte mit größerer Ergebenheit vor, als er je zuvor gezeigt hatte. Bike erkannte Hurangs starken Willen und entschloss sich, seinem Schüler alles beizubringen, was er wusste. Nach ihrer Rückkehr nach Korea ließ Bike Hurang das härteste Training aller Zeiten absolvieren. Als die Mishima Zaibatsu das 6. The King of Iron Fist Tournament ankündigte, begann Bike mit der Verbreitung auf seinen entscheidenden Kampf. Bike hat einen ähnlichen Kampfstil. Sein Kampfstil ist fast identisch, ist ein Klon. Praktischerweise. Noch ein Schluck, bevor der Kampf beginnt. Hurang, unser erster Gegner. Und war da! Komm her! Oh nein! Warum stoppe ich mitten im Angriff? Bin ich bescheuert? Na komm. Geh down. Ich hoffe, ich kann genauso gut kommentieren, wie ich das da gemacht habe, wo ich aufgenommen habe. Oh, Hurang. Und ich hoffe, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ich werde sofort rendern heute Abend. Wie konnte mir das passieren? Es ist so... Ich könnte schwören, ich habe es eigentlich gerendert. Aber es ist... Oh. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass... Oh nee, komm. Ich glaube, ich hab's rendern wollen, hab gedacht, ich hab's gerendert, aber da war immer ein Error oder so dabei gewesen. Aber die Videos waren da. Deswegen habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Und jetzt auf einmal waren die weg. Ach, mit dem Bike schaffe ich doch... Obwohl, nein, lass es... Das ich glaube, das war das Problem. Ich habe gerendert. Und er sagte dann, hier will nicht.
Get ready for the next battle. Aber ja. Kann mal passieren. Final round. Fight. Oh, du hast doch keine Chance gegen mich, Azazel. Oh, das war knapp. Das war sowas von... Mann! Was mache ich denn da? Das habe ich in der letzten Aufnahme nicht gemacht. Mitten in der Attacke einfach stehen zu bleiben. Das hat mir jetzt nämlich den Sieg gekostet. Wollte ich angreifen, macht er den Flamingo hier. Ich hasse diesen Stil, um ehrlich zu sein. Nicht Taekwondo, sondern diese Flamingo-Haltung. Kann auch Taekwondo machen ohne die Haltung. Ah! Azazel, beuge dich mir! Ich sagte beuge... Weißt du, was beugen heißt? Runter auf die Knie. Das heißt beugen. Was zum? Continue. Get ready for the next battle. Oh, sorry. Das wollte ich ja eigentlich unterlassen, wenn ich was getrunken habe. Oh. Naja. Los, mein Platt. Oh Mann, das... Ich krieg hier voll die Dresche. Ey! So gut wie ich in der Aufnahme war, so gut komme ich hier bestimmt nie wieder durch. Ihr müsst wissen, wo ich aufgenommen habe, habe ich mit fast jedem Charakter einmal nur gegen ihn gekämpft. Dann habe ich ihn platt gemacht. Das werde ich nie wieder schaffen. Das weiß ich. Besonders wenn er so kämpft. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Was zur Hölle? Du gehst jetzt mal down. Nein. Laserstrahl macht er sehr selten, ne? Hurensohn, verfickter, ich fick da... Ah. Ich wollte das eigentlich schnell erledigt haben mit dir, Azazel. Aber jetzt wirst du leiden. Was klappt denn jetzt nicht? Und warum blocke ich jetzt mit dem Angriff wieder? Warte, hör auf mich zu schlagen, Mann! Hör auf mich zu schlagen! Hör auf mich zu, Wichser! Ah! Dieser verdammte Azazel! Ja, nee, ist klar. Na komm, 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 fick mich, Alter. Komm her. Du willst es doch auch. Ich weiß, dass du es willst. Meine Mutter hat dich wohl nicht... Ah! Versuchst du es nicht mal mit Taekwondo? Das stelle ich mir gerade witzig vor.
Und wieder ist einer hin. Früher war es so, da hatte jedes Ending ein Happy End. Ja, hier stirbt irgendwie jeder, wollen die Charaktere loswerden. Wang Jinrei, Bike, Dosan, wollen sie es nicht mehr im nächsten Tekken haben. Wenn es als nächstes Tekken gibt, und ich glaube es gibt ein nächstes Tekken. Nach Tekken Tag Tournament 2 wird es bestimmt Tekken 7 geben, wenn die PlayStation 4 draußen ist. Meiner Meinung nach. Rein rechnerisch gesehen. Okay. Ich gehe dann mal in den nächsten Kampf. Also ich will gleich den nächsten Kämpfer. Das wird nicht lange dauern. Aber ihr wisst ja, ich nehme immer nur die Charaktere stückweise auf. Man weiß ja nie. Also bis gleich. So, und unser nächster Charakter steht fest, und da waren wir auch schon. Leo. Und jetzt eine Frage. Leo, Frau oder Mann? Weil es wird jetzt gesagt, Leonie ist ein... Ich habe jetzt auch schon Leonie gesagt. Also für mich ist es Leonie. Ein Mädchen. Aber... Leo ist ja auch ein junger Name. Wie Leo, Löwe. Uah. Leos Vater war ein... weltbekannter Höhlenforscher, und Leos Mutter war eine Managerin der G Corporation. Obwohl Leos Vater bei einer Expedition verschollen war, als Leo noch klein war, wollte Leo immer selbst Höhlenforscher werden. Leos Mutter legte großen Wert darauf, dass ihr Kind einen guten Charakter entwickelt. Die schlaue Zeit endete abrupt, als Leos Mutter ermordet wurde. Ihr Mörder wurde nicht gefasst. Leo selbst war erfüllt von Trauer, aber als die Polizei die Ermittlungen ohne weiteren Erklärungen einstellt, schwor sich Leo, auch ohne Hilfe der Polizei, die Wahrheit herauszufinden. Schließlich stieß Leo auf den Namen Kazuya Mishima von der G-Corporation. Die G-Corporation war zu diesem Zeitpunkt jedoch weltweit hoch angesehen. Und es war alles andere als leicht, in Kazuyas Nähe zu gelangen. Da machte die Nachricht die Runde, dass die Mishima Zaibatsu das The King of Iron Fist Tournament abhalten würde. Leo fand raus, dass Kazuya Mishima persönlich an dem Turnier teilnehmen würde. Leo erkannte, dass dies die einzige Chance war, Rache an Kazuya zu nehmen, und beschloss daraufhin, auch am Turnier teilzunehmen. Get ready for the next battle. Okay. Dann mal. Los. Bei uns sieht Leo übrigens aus wie Cloud Strife aus Final Fantasy 7. Ach, für mich ist Leo einfach Mädchen, also Leonie. Mit dem Namen Leonie. Gibt's auch schon Gerüchte drüber. Ich weiß nicht, ob das schon geklärt wurde, ob das so ist. Ich weiß nur, dass es mal gesagt wurde. Und habe ich nicht gut hinbekommen, außer dass das Schwert vielleicht an der Seite ist, aber egal. Das Schwert sieht trotzdem auch nicht so aus wie das Panzerschwert, aber es ist trotzdem groß. Anna. Final round. Ich mag dich nicht, Anna. You must die. Leo ist übrigens seit kurzem
einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Weil ich irgendwie gut bin mit ihm. Mit ihr. Hier wird sie als Junge gehandelt, also sag ich mal mit ihm. Aber hört euch die Stimme mal genau an. Das kann kein Junge sein. Ich habe mich nie damit befasst, bis mal jemand gesagt hat, Leo ist ja eigentlich ein Mädchen. Nicht so. Stimmt, kann gut sein. Ihr könnt euch gerne auch mal ein Bild von Leo mal anschauen. Also es sieht wirklich so aus, als hätte sie sich die Oberweite abgeklemmt, so dass man nicht so, damit es nicht so raussticht. Ihr kennt das ja, Frauen können, da gibt es so spezielle Klamotten, womit die Oberweite nicht so heraussticht. Dass sie sozusagen verschwindet. Und es hat bei mir geklopft. Ich guck mal nach, wer das ist. Get ready for the next battle. Nachdem ich Pause drücken kann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also bis gleich. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Jetzt kann es gleich weitergehen gegen dieses Monster. Ich hasse das, wie ich hasse es. Ey, das hätte... Arschloch! Komm her, komm her. Na, komm her. Ah, ich... Fick dich und deine ganze Sippe. Ah, Azazel. Ah, stirb. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin sowas von tot. Oh nein, das war nicht gut. Autsch. Dieses kleine... Jetzt reicht's. Get ready for the next battle. Aber was ich gut finde an diesem Tekken, ist es nicht mehr so arcade-mäßig aufgebaut. Da steht nirgendwo mehr, please insert a coin. Finde ich übrigens gut gemacht. Hat mich an den anderen ein bisschen genervt, das war so, als würde man kein Konsolenspiel spielen. Du Arsch! Ach man, ich hasse es, wenn meine Angriffe verpuffen. Besonders in so einem Moment. Der Arsch hat mich gelasert. Das soll übrigens die seltenste Attacke sein und wir haben sie vorhin mal zweimal gesehen, jetzt wieder. Ein Arschloch ist es. Nein! Bleib mit deinen scheiß Kristallen sonst wo! Ah! Fettsack! Komm her! Ah, nein. Ich habe das Gefühl, dass das nichts bringt, ihn zu hauen. Und tschüss. Ah, Mann. Echt. Die letzten Aufnahmen waren viel besser. Da bin ich nicht so abgekackt. Was ist los mit mir? Oder was ist los mit dem? So. Leo, du schaffst es! Leo! Leo! Ah, daneben! Nein, nein, hau ab! Geh weg! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Und tschüss! Das wird nichts, das wird nichts. Oh. Nein! Oh, du bist doch wohl... Ich will doch nur den besiegen! Ganz ruhig... Ist nur... Ein verfickter Scheißgegner! Stirb! Was? Ja, komm! Oh. Och man. Hörst du mal auf mit deinen Scheißkristallen. Und oh man.
Ich habe ja nichts dagegen, wenn er mich trifft, aber es wäre auch nett, wenn meine Angriffe ihn mal verletzen würden und nicht einfach so, oh, ich bin geschützt, ich bin heilig, ich bin Gott, ich bin Azazel. Mann, es kann doch nicht sein, dass ich den nicht besiege. Komm her. Habt ihr was gesehen? Ich weiß immer noch nicht, warum das so ist. Er ist mitten in der Attacke. Und ich habe ihn getroffen. Ich kann... Das ist schon fast Zufall, ihn zu verletzen. Okay, du oder ich? Nein, komm, stirb! Ich hatte fast gar nichts. Ich hatte nur noch einen kleinen Strich Hut. Yeah! So, und ich denke mal, die beiden Charaktere, das reicht erstmal für heute. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.